Ab Martini 1810 gibt es nur noch freie Leute. Liebe Zuschauer, dies hier wird heute ein ganz anderes Video, als ihr es von mir gewohnt seid. Ich war letzte Woche auf einer hybriden Diskussionsveranstaltung mit Sarah Wiener beim Landwirtschaftlichen Wochenblatt Westfalen-Lippe. Es ging um die Farm-to-Fork-Strategie und Pflanzenschutzreduktionsstrategie der EU, deren Berichterstatterin Sarah Wiener ist. Ich habe die Versammlung oder die Veranstaltung mit einem unguten Gefühl verlassen. Denn vieles, was eigentlich von meiner Seite gesagt hätte werden müssen, habe ich nicht sagen können, da die Zeit nicht dafür gegeben war. Es ging lediglich um darum, wie man mit diesen Geschichten umgehen kann, nicht aber, wie man a. die Art und Weise, mit der Sarah Wiener sich äußert und b. die Wirkung und die Effizienz dieses ganzen Paketes bewertet hat. Dieses möchte ich in diesem Video nachholen. Ich habe dieses Video eingeleitet mit dem Oberedikt von König Wilhelm III. Von Preußen. Ab Martini 1810 gibt es nur noch freie Leute. Dieses ist so ähnlich in anderen Landesteilen Deutschlands auch abgelaufen und wird als Bauernbefreiung genannt. Sarah Wiener spricht mit diesem Gesetzesvorhaben immer von Bauernbefreiung, was ich als eine Unverschämtheit empfinde. Die Bauernbefreiung damals zwischen 1804 und 1814 fand dermaßen statt, dass die Bauern sich freikaufen konnten. Es ging der Obrigkeit darum, dass freie Bauern viel mehr und viel effektiver Nahrungsmittel auf ihren Flächen erzeugen, als sie es in bisheriger Leibeigenschaft oder Lehnherrenschaft taten. Auch, so hat die Obrigkeit gehofft, zahlen sie dann deutlich mehr Steuern. Und es war ein Geschäft für den Adel, denn die Bauern kauften sich frei mit Erntegütern, mit Flächen, mit Geld. Alles das floss in diese Kassen der Obrigkeit. Die Bauern haben sich somit befreit. Und was steht jetzt für uns zu erwarten? Ein Gesetzesmoloch mit einem neuen Umfang an Dokumentationspflichten, an Auflagen und vor allem, sie nennt es einfach so schlicht Kaskaden, an zu dokumentierenden Entwicklungen oder Herleitungen von Maßnahmen. Jede Maßnahme, die wir auf dem Acker tun werden, müssen wir dann nicht nur dokumentieren, sondern auch herleiten, wie wir zu diesem Schluss gekommen sind und ob das dem Rechtsrahmen entspricht. Dieses ist für mich keine Bauernbefreiung, sondern das Gegenteil. Es ist ein an Zynismus nicht zu überbietender Akt. Das System einer Bevormundungs-, Enteignungs- und Kontrollkultur, die einer Öko- und Verwaltungsdiktatur unterstellt ist, als Bauernbefreiung zu bezeichnen. An dieser Stelle möchte ich auch den inhaltlichen Wert dieses Projekts in Frage stellen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Dieses Projekt beruht auf den drei Dogmen des Biolandbaus. Keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel, keine chemisch-synthetischen Düngemittel, keine Gentechnik. Ein guter Biobauer macht mehr als die Erfüllung dieser drei Dogmen. Das ist das Entscheidende. Um eine umweltverträgliche und umweltgerechte Landwirtschaft zu betreiben, muss ich etwas anderes tun, als diese drei Dogmen zu erfüllen. Es ist gut 8 Jahre her, da habe ich in Österreich an einem Seminar zur Rundfilterchromatographie teilgenommen. Dieses ist ein bildhaftes Verfahren zur Darstellung der mikrobiellen Vielfalt im zu untersuchenden Objekt. Es wird sehr gerne genutzt für die Analyse von Kompost. Man kann es auch zur Analyse von Ackerböden oder auch Lebensmitteln nutzen. Wir waren damals in dem Kurs 12 Teilnehmer. Die meisten hatten Kompostproben dabei, 2 Proben aus dem Gartenboden und wir waren 3 Teilnehmer, die landwirtschaftliche Flächen als Beprobungsmaterial mitgebracht haben.
Links neben mir saß ein junges Betriebsleiter-Ehepaar mit einem Milchvieh-Biogasbetrieb, also eine maislastige Fruchtfolge mit organischer Düngung. Ich selber hatte zu der Zeit rein Ackerbau, getreidelastig im Strohmulchverfahren, und rechts von mir war die heile Welt vertreten, die Bio-Schafweide. Das Ernüchternde war, alle unsere drei Chromas waren identisch. Sie sahen fast gleich aus. Wenn wir unseren Namen nicht auf das Filterpapier geschrieben hätten, hätten wir, nachdem wir sie uns gegenseitig gezeigt hatten, nicht unterscheiden können, wem welches gehört. So gleich sahen sie aus und sie sahen sehr bescheiden aus. Und der Kursleiter erzählte uns, dass ein oder zwei Jahre vor ihm ein Bauer auch diesen Kurs besucht hatte. Dieser Bauer saß kreidebleich über seinem Koma. Die Geschichte, die dazugehört, ist die entscheidende. Dieser Bauer hatte vor Jahren auf Biolandwirtschaft umgestellt. Und da, in der Umstellungsphase, hat er schon einmal den Kurs besucht und sein erstes Koma gemacht. Jetzt hat er jahrelang im besten Glauben daran, dass er der Umwelt und der Natur was Gutes tut, seine Biolandwirtschaft betrieben. Und er wollte nun den Hof an seinen Sohn weitergeben und das Ergebnis seines Tuns sehen und hat somit ein weiteres Chroma gemacht. Und das Chroma ist deutlich schlechter ausgefallen als das erste. Und deshalb hat er kreideweiß über diesem Ding gesessen. Ich habe lange gebraucht zu verstehen, warum das so ist. Ich kann es auch heute noch nicht vollständig sagen, aber einen Teil der Lösung meine ich begriffen zu haben. Und dieser Teil der Lösung liegt in der Pflanzenernährung. Wenn ich eine Pflanze mit Nitrat ernähre, dann hat sie das Problem, dass sie den Stickstoff dreimal umwandeln muss. Von Nitrat zu Ammonium, von Ammonium zu Aminosäuren zu Protein. Diese Umwandlung von Nitrat zu Ammonium kostet die Pflanze Energie. Diese Energie entzieht sie der Photosynthese. Aber dafür wird weniger Zucker erzeugt, den sie über die Wurzeln an das Bodenleben abgibt. Im Normalfall gibt sie diesen Zucker ab, um von den Mikroorganismen, von den Pilzen und Bakterien die Nährstoffe zu erhalten. Diese Nährstoffe braucht sie ja jetzt in diesem Moment auch nicht so sehr, weil sie ja mit wassergelöstem Nitrat versorgt wird. Das ist ein entscheidender Punkt. Die Bodenbiologie wird dadurch weniger. Dieses Nitrat kommt aber nicht nur aus dem Düngersack, sondern auch in der Biolandwirtschaft haben wir in der Regel eine Versorgung der Pflanze über das gelöste Salz des Nitrats. Und zwar passiert Folgendes. Es wird Gülle oder Mist ausgebracht. Diese sind organische Dünger, die kein Nitrat enthalten. Auf den ersten Blick würde man meinen, damit wäre die Welt in Ordnung und das Problem gelöst. Doch gerade in Kombination mit Bodenbearbeitung wird Luft in den Boden gebracht, es werden die mikrobiellen Verhältnisse geändert, aerobe Mikrobiologie, genannt in anaerobe Bereiche, und anaerobe Mikrobiologie gelangt in aerobe Bereiche. Diese Mikrobiologie muss sich erst wieder einstellen. Und dabei regeneriert sich bakterielle Mikrobiologie schneller als die pilzliche. Die bakterielle setzt diese Organik, die wir als Dünger ausgebracht haben, die ein enges CN-Verhältnis hat, schneller um. Und dabei wird Nitrat freigesetzt. Die pilzliche Mikrobiologie bildet sich langsamer neu. Sie ist es aber, die eigentlich die Organik, die ein weites CN-Verhältnis hat, zersetzt. Und dazu nimmt sie gerne Nitrat auf. Das Nitrat wird also in diesem Fall auch nicht durch die Pilze gebunden. Und deshalb werden auch dort die Pflanzen vornehmlich Nitrat versorgt, obwohl kein Nitrat gedüngt wird. Der zweite Punkt ist in diesem Spiel, die Mikrobiologie passt sich an. Da es immer wiederkehrende Prozesse sind, diese Eingriffe in die Bodenbiologie,
passt sie sich an und sie selektiert sich. Bakterien, die organische Substanz abbauen, werden gefördert. Die pilzliche Mikrobiologie leidet. Das, was sich am schnellsten regeneriert, dominiert. Das, was sich am langsamsten regeneriert, verschwindet. Und das ist das, was wir auf den Chromas sehen. Die Mikrobiologie ist verändert. Sie ist nicht in dem Verhältnis, wie sie eigentlich sein sollte. Und dieses zeigt ganz eindeutig, dass wir uns an andere Themen kümmern müssen, als wie einfach nur auf chemisch-synthetischen Pflanzenschutz und chemisch-synthetische Düngemittel zu verzichten. Wir müssen uns um das Gesamtspiel des Bodens betrachten. Wir müssen den Boden grün halten und wir müssen alle Wege nutzen, dieses zu kennen. Wir müssen den Boden bewachsen halten, wir müssen ihn beschattet halten und wir dürfen ihn nicht der Sonne aussetzen und unnötig drin rumwühlen. Dieses ist ein Problem der Landwirtschaft im Allgemeinen. Und diese Problematik und der damit verbundenen Probleme des Bodens, der Bodendegeneration durch Erosion, durch Wind und Wasser, innere Erosion, als auch den Zerfall aufgrund der Bodenstruktur durch den Verlust der Biologie des Bodens, sind unsere Probleme. Und da hilft uns dieses Gesetzesvorhaben keinen Schritt weiter. Im Gegenteil, gute konventionelle Betriebe, die das Spiel verstehen und einen beschränkten Umgang des Pflanzenschutzes anwenden, aber die Breite der Palette brauchen, werden damit sogar ausgebremst. Ich finde, das Ganze ist eine kontraproduktive Angelegenheit. Dieses wollte ich gesagt haben. Und das ist mir wichtig. Denn ansonsten hat es den Anschein, als ob ich das, was Sarah Wiener gesagt hätte, doch in weiten Teilen akzeptiere. Und ich akzeptiere die Aussagen und den Sinn der ganzen Geschichte nicht.